Ich weiß nicht, ich kenne das von mir, also ich habe dann meine Phase, wo ich echt auf einmal 150 Stunden drauf spiele und dann denke ich mir so, okay, können wir ja was anderes spielen. Aber mal Darf gucken, ich was das stehen wird. lassen? Mal gucken. Oh. Ist wahrscheinlich, kommt da eins raus, oder? Nee, nicht mal. Zwei? Nicht mal? Okay. Hier vielleicht? Oh, hier waren drei drin. Wow, voll die Verarsche eigentlich, ne? Ja, eigentlich schon, ne? Gut. Kannst du jetzt schon? Ja, kannst du. Nee, kannst du noch immer nicht. Doch, Ah, doch. klar. Wait, what? Bei mir ist der erste, die erste Dingens hier ist noch nicht ge. Okay. Ah, mach das Feld auch mal anders. Mach das auch mal nach oben. Quasi. Kannst du hier nachher gleich eine Kurve fahren. Weil ersparst du dir wahrscheinlich so um die 10 Mal umdrehen. Was? Welche Richtung? Nach rechts jetzt von dir. Ach so, okay. Also in die Richtung, die ich jetzt stehe. Genau. Weil dann hast du viel längere Wege quasi, Fahrtwege. Wie ist dein Tempomat eingestellt oder wie schnell fährst du? 10. Also 9 bis 10, der wechselt immer. Okay. Mit dem Tempomat ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Das gefällt mir. Ja, wo man das auch schön aufeinander abpassen kann, denn, ne? Ja. Oh, da hier jetzt aber einen großen Kreis gezogen. Ein Bild. Ja, Jetzt geht's weiter. das. Ja. So, der macht hier fleißig weiter, dann können wir da eigentlich schon wieder anziehen. Oh. Ja, könnten wir. Sehen kann ich ja jetzt mal manuell machen. Das geht doch. Das geht ja noch. So. Blablüff, blablüff, blablüff. Aber man muss echt krass dagegen halten, irgendwie. Besonders wenn man auf so einen Hang fährt. Auf so einem Hang. Uiui, der wird auf einmal schnell. Wenn man die Maschine hochhebt, dann wird das Tempomat schneller. Warte mal, das muss man umstellen. Tempomat umstellen auf, was stelle ich denn? 12 km/h. Passt. So, anschalten, V und die 3. Gut, dann ziehen wir hier jetzt Gerste an, also, ne? Jo. Machen wir jetzt alle Felder Gerste oder wollen wir jetzt da ein bisschen Mischung reinbringen? Ich glaube, anfangs macht das sogar Sinn, wenn man erstmal immer so bei einem Zeus bleibt, wa? Weil damit treibst du ja die Ja. Marktpreise für das andere dann immer. Genau. Gut, okay, dann machen wir das so. So, okay. Blablüff. Du, 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 du. Also im Gegensatz zu vorher muss ich auch sagen, die Grafik hat sich schon heftig entwickelt, also. Ja, finde ich auch. Also das sieht man schon. Auch die Kleinigkeiten, das sind die, ist das, was ausmacht, ne? Die Feinheiten. Auch bei den Maschinen, dass sich zum Beispiel jedes Zahnrad hier an der Sämaschine dreht und weiß nicht. Das ist Find's echt echt cool. cool gemacht, ja. Da haben sie sich Mühe gegeben, die Jungs von Astragon. Ja. Aber man muss auch sagen, man muss Landwirtschaftssimulator. Oh, jetzt hat bei mir auch so gehuckelt. War doch Astragon, oder? Ja, war Astragon. Okay. Jetzt habe ich gerade überlegt. Moment mal.
Was wollte ich jetzt sagen? Genau, man muss echt ein Fan von der Reihe sein, weil ansonsten kann man, glaube ich, mit Landwirtschaftssimulator nicht viel anfangen, ne? Also. Für viele wird es langweilig sein, denke ich mal. Ja, ja. Anbauen, abernten, Arbeiten, Ich weiß nicht, das kann man irgendwie schwer beschreiben, ne, was das für eine, Faszination ist. Ja. Irgendwie, ich weiß nicht. So ein eigener Kult. Ja. Aber hammergeil. Ja. Ach ja, und das habe ich erst jetzt erfahren, auf der Webseite von Farming Simulator, dass es einen Landwirtschaftssimulator 2014 gab. Aber nur für Tab? Ja, genau. Nur für PS Vita und... Was noch? 3DS? Irgendwie so. Na, und für Android. Ach, okay. Hm? Also alles mobile-technische. Ja, alles so... Handhelds. War keine große... Handhelds. Genau. Okay. Aber da habe ich nie was davon gehört oder irgendwas. Echt ich nicht? Weiß gar nicht. Nee, gar nichts. Ich weiß nicht, ob das gut ich war. War das gut? Ja, die Leute waren... Naja, kannst du das jetzt nicht mit der PC-Version vergleichen. Ja, das ist klar. Aber für so eine Handheld-Version hat das schon einigermaßen was zu bieten gehabt. Okay. Muss mir mal ein Video angucken oder sowas. Ich muss sagen, ansehen mache ich lieber in der Außenansicht als wie in der Innenansicht. Da hat man mehr die Kontrolle. Ja, da habe ich auch beim Ansehen, weil ich auch nicht genau wusste, hast du jetzt getroffen, hast du nicht getroffen. Ja. Die ganze Zeit nach hinten gucken ist auch ein bisschen blöd. Ja. So, der Gruber ist auch gleich fertig hier. Bei okay. Dem Feld, bei dem kleinen. Ich suche gerade die Tastenkombination. Ne, das war Licht. Für mein was? Tempomat. Weil bis jetzt muss ich immer auf der Tastatur drücken. Okay. Ah, sonst muss ich nochmal gucken. Optionen. Naja, da müsste ich das Spiel ja für verlassen. Ach stimmt, den Server musst du verlassen. Genau. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Hm. 80% habe ich jetzt. Okay, warte mal, dann leere ich dich einfach mal aus. Sag doch was, Mensch. Oh, jetzt zeig ein bisschen was verfehlt hier. Nanu, nanu. Aber was wir vielleicht beim nächsten LWS einbauen könnten, ist, dass man wirklich, wenn man hier in das Getreide quasi fährt, dass das auch platt ist dann. Wenn du mit dem Traktor erstmal so reinfährst, mitten ins Feld, dann ist das ja normalerweise nicht... Huch! Ist das ja normalerweise nicht mehr so standhaft. Du bleibst aber stehen! Ja, sorry, ich wollte nicht die Reihe fertig fahren lassen. Weiß ich, das... Keine Ahnung. Ist natürlich auch wieder eine Frage der Performance dann wahrscheinlich, ne? Ja. Das zieht wahrscheinlich enorm. Das zieht dann richtig enorm, ja. Ah, da brauchst du eine ganze Menge neue Berechnungen dafür. Mhm. Vielleicht haben sie es ja schon in dieser Engine jetzt mit eingebaut, aber nur nicht noch aktiviert quasi. Weil ich schätze mal nicht, dass sie für den nächsten Teil eine neue Engine bauen. Ich glaube, die werden jetzt erstmal an der weiter rumfeilschen hier. Ja, mit ja. Updates und alles. Genau. Das kann ich mir auch vorstellen. Sehr schön wäre auf jeden Fall schon mal eine deutsche Sprache in-game. Ja, das wird wahrscheinlich in den nächsten paar Tagen kommen. Teilweise habe ich echt hier gelesen und dachte, was? Was? Was jetzt? Nee, das steht ja auch in der Steam-Beschreibung im Shop. Wenn du guckst, die ganzen Sprachen. Englisch, Deutsch, Französisch, Ungarisch, keine Ahnung. Also die werden auf jeden Fall noch nachgepatcht. Ja. Naja, die wollten das Spiel halt pünktlich rausbringen, ne? Genau.
Ich wundere mich trotzdem immer wieder, was für ein, wie gehypt das jetzt ist momentan. Ja, ist echt krass. Wie viele Menschen jetzt auf einmal Landwirtschaftssimulator spielen, wo vorher hieß, seid ihr bekloppt, spielt doch mal was richtig. Ja, ja. Was da, weiß ich nicht. Das ist auch so das Phänomen, Phänomen von Gamern, ne? Ja. Das ist früher so, ja, Gamer, voll die Nerds und alles, ne? Aber jetzt guck mal an, jeder spielt. Jeder hat eine fucking PS4 oder ja, weiß nicht was. Selbst wenn er nur FIFA zockt. Gamer ist Gamer. Ob du jetzt ein Casual-Gamer oder ein Core-Gamer hast. Sogar meine Mutter ist jetzt eine Gamerin, sage ich jetzt mal. Spiel auch auf dem iPad oder so. Ein paar so Minigames. Oh. Das war jetzt nicht so hardcore, dass sie sich jetzt echt so am Tag 3 Stunden ransitzt ja, oder so. Aber gut, hin und wieder mal am Wochenende, wenn sie Zeit hat. Du hast halt wirklich immer noch die Casual-Gamer und die Core-Gamer. Ja, genau. So, okay, dann kann ich mit dem Gruber mal. Das ist echt ein... Weiß ich nicht. Aber das hat sich echt in den letzten 3 bis 4 Jahren entwickelt, das, ne? Davor war das ja, nicht doch wirklich Thema. Nach vorher hieß das immer, du zockst. Ja, bist du ja, kommt drauf an, in welchem Umfeld du bist, ne? Ja, aber viele waren dann halt so, ja, klar, so klar. Zocken und besonders, das ist alles verschenkte Zeit. Ja, und besonders Eltern und so, ne? Ja, ja. Kenn ich mir zu gut. Ah, okay. Aber dafür kann ich die Leute nicht verstehen, die sich echt so am, weiß nicht, die kommen von der Schule heim oder von der Arbeit und setzen sich dann die restliche Zeit vom Computer, nicht vom Computer, vom Fernseher. Ich weiß nicht, da. Nee, das kann ich überhaupt nicht. Also, Fernseher habe ich seit 2 Jahren nicht mehr angeschlossen. Kommt. Das ist echt der Hammer. Das Einzige, was ich noch irgendwie in Richtung Fernseh gucke, sind wirklich nur reine Filme. Und die gucke ich mir meistens über das Internet an. Und nein, nicht illegal, sondern ich habe Netflix. Und ansonsten... Watch Dogs wollte ich gerade sagen. Ich habe nicht Watch Dogs hier, wie heißt der? Watch Ever. Watch Ever. Ah, okay. Ja, also, keine Ahnung. Watch Dogs. Das finde ich irgendwie viel angenehmer. Als wie, ja... Klar, hin und wieder guckst du schon fern. So beim Mittagessen mache ich das zum Beispiel immer, aber da gucke ich eigentlich hauptsächlich Nachrichten. Oh. Also da kommt bei mir, weiß ich nicht, nicht oft was anderes eigentlich. Ja. Man muss sich natürlich auch ein bisschen informieren, ne? Was passiert denn so Neues in der Gaming-Welt? Ja, ne, in der Gaming-Welt jetzt nicht unbedingt, aber so generell. In real life. Genau. Wirtschaftsnachrichten oder schick mal Link. Ja, genau. Was ist das für ein Server? Schick mal IP. Real Life. Arma 3 meinst du, ne? Ja, genau. Auf welchen Server spielst du? Ach, schön. So. Ich tank dich dann mal wieder ab. Jo. Huch. Ein bisschen knapp. Oh, Tempomat. Wer stellt sein fucking Tempomat auf 1? Der geht doch nicht. Huch. Ah, ist aber gefährlich, was du machst da vorne mit die Räder. Ja, ich weiß auch nicht. Ich kann mich nicht aufs Tempomat einstellen. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst, wo ich hinfahre hier. Das war ich gerade so konzentriert drauf, nicht die Räder platt zu fahren. Ich war konzentriert, das Tempomat richtig einzustellen und hab dann eigentlich nicht auf mein Fahrverhalten geguckt. Ach ja. Multitasking, ne? Ja. Gut, wie viele Raps haben wir jetzt eigentlich schon zusammen von den beiden Feldern hier? Da müsste schon ein Hängchen zusammengekommen sein. Raps. Ja, jetzt knapp 10, 11. Wie viel haben wir jetzt da? Ja, 13 Tonnen knapp. Okay, naja, und dann kommt ja noch ein Feld. Ja, klar. Und das, glaube ich, soll ja noch das Größere, ne? Ich glaube, ja. Ich weiß nicht, ob es das Größte ist. Das hier ist auch schon sehr groß, wo ich jetzt gerade drauf war. Okay. Warte mal, ich kann ja mal gucken. Größenabgleich... müsste um Haaresbreite größer sein, das 38er. Also das andere. Müsste echt größer sein.
Glaube ich jetzt. Also was ich jetzt so von der Ansicht hier sehe. Oh. Also ich vergleiche jetzt gerade das 24er und das 38er Feld für die Zuschauer. Man kann doch auch hier Aber für die gucken. Zuschauer, wir können ja bei dem nächsten Feld immer wechseln. Was können wir machen, theoretisch, ja? Ich gucke gerade noch die Overview. Hier. Haben wir den.